San. Krümel der Kater. Krümel und seine Freunde standen früh auf, um ein Picknick zu machen, und sie gingen in den Tulpengarten, der in ihrer Nähe war. Sie bewunderten die kunterbunten Tulpen. Sie waren so unglaublich schön. Krümel spazierte stundenlang durch die Blumen. Alle hatten Hunger und wollten nun picknicken. Etwas weiter vorne beobachtete ein kleiner Hund leise, wie sie ihr Essen aßen. Sie riefen ihn sofort zu sich. Mama Wolle ahnte sofort, dass das kleine Hündchen hungrig war. Der Hund kam, aber er rührte nichts an, bis man ihm etwas anbot. So lernten sie sich kennen. Der Hund wohnte auf der Straße. Er sagte, dass er noch keinen Namen hätte. Wir haben eine schöne, saubere Hundehütte in unserem Garten. Sie sagten, dass sie ein bequemes Bett hineinstellen könnten und sich sehr freuen würden, wenn er dort bei ihnen wohnen würde. Sie gaben ihm den Namen Lucky. Lucky hatte von nun an eine Familie. Sie spielten zusammen und sie würden nie wieder auseinandergehen. Alle waren sehr glücklich. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.